Stabilität. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Leben will man sehr gerne stabil sein. Eine stabile Familie, eine stabile Arbeit, stabile Freundschaft, Partnerschaft, stabile Gesellschaft. Und die Stabilität gibt einem wirklich auch Freude. Wenn man wirklich auf dem richtigen Boden steht, auch wenn diese Erde unwahrscheinlich schnell sich bewegt und in rasanter Geschwindigkeit ist, trotzdem spüren wir, dass wir auf dem stabilen Boden stehen. Die Stabilität ist eine der Notwendigkeiten für ein gelingendes Leben. Aber ist es wirklich wahr? Sind wir stabil in unserer Zeit, in unserer Welt? Wir hatten ja eigentlich eine schöne Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo alle Menschen sagten, wir brauchen keinen Krieg mehr, weil ein Krieg doch alles instabil macht, alles durcheinander. Tod, Elend, Krankheit, alles Mögliche. Der Mensch möchte gerne stabil sein. Dass er gerne geboren wird, eine sehr schöne Familie, er möchte gerne dort aufwachsen, er will auch sehr gerne eine stabile Ausbildung machen und dann später eine stabile Arbeit, stabiles Einkommen und dann irgendwann auch ein stabiles Altwerden und dann gehen. Schön wäre es, oder? Das Leben zeigt, dass immer wieder unerwartete Dinge auf uns zustoßen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, das ist unvorhergesehene Sachen, sind so viel. Man weiß gar nicht, was der morgige Tag uns bringen wird. Das ist einfach die Situation, selbst in einer reichen Gesellschaft, wo alles fast versichert ist. Im Evangelium an diesem Sonntag werden wir hören, dass Jesus mit den Jüngern auf einem Boot eben am See Genezareth unterwegs ist. Er schläft. Für ihn ist das alles okay. Er war bestimmt sehr, sehr müde von seiner Arbeit und er legte sich einfach mal im Boot hin und seine Jünger fahren. Und die Jünger, das sind eigentlich Fischer. Da muss gar nicht passieren. Da kann gar nicht passieren. Also, sie fahren. Und was passiert? Unterwegs, mitten in der Nacht, kommt ein heftiger Sturm. Selbst die Fischer bekommen Angst. Und sie schreien laut. Und Jesus schaut nichts. Er schläft selig. Und dann versuchen sie ihn zu wecken. Herr, 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 machst du dir keine Gedanken um uns? Schau mal, wir werden bald sterben. Und Jesus, okay, Leute, was ist los? Er fragte sie und er ist erstaunt, dass diese Menschen Angst haben. Er fragt, wo ist eure Stabilität? Und hier, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz wichtig, die Stabilität baut Jesus nicht auf weltliche Dinge, sondern auf den Glauben in Gott. Wo ist eure Stabilität in Gott? Warum habt ihr Angst? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben in dieser Geschichte ein Happy End und Jesus stoppt den Wind und dann ist es wieder Ruhe und dann fahren sie weiter. Aber wie geht es uns heute? Ich würde sagen, ganz überzeugt, wenn wir einen festen Glauben in Gott haben, den wir nicht sehen, werden wir stabiler leben. Unsere Gesellschaft versucht, selbstständig zu sein, selbstständig auf demselben Boden zu stehen. Man denkt, dass der Boden stabil ist, aber nein. Einer, der verschiedene Studien gemacht hat, auch in Philosophie, sage ich euch und jenen, das Leben ist nicht stabil. Nur wenn wir in Gott festes Vertrauen, festen Glauben, tiefen Glauben haben, dann werden wir auch in den unruhigen Zeiten weiterkommen. Und das wünsche ich euch und jenen vom ganzen Herzen. Schönen Sonntag und eine gute Woche.